Hallo, liebe Nosterafortz-Community, wie geht's, wie steht's? Ich habe hier die Margarete neben mir und ich bin gerade Geburtstagshitler. Wenn man Geburtstag hat, darf man eine Woche lang Befehle erteilen und rumhitlern. Und die Margarete hat mit dem Gedanken gespielt, vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal zu machen oder Twitch-Livestreams zu machen. Ja, und die weiß gerade nicht, was hier geschieht, aber jetzt langsam dämmert es ihr. Und jetzt lege ich die Kamera hier für ein paar Minuten hin und die Margarete erzählt euch ein bisschen, was so abgeht in ihrem Leben. So, du kannst ja gerne davon berichten, wie wir schön ein Lied aufgenommen haben. Das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Da kannst du den Leuten schön erzählen. Und ich gucke mir jetzt mit dem Franz ganz gechillt Witcher an, weil das ist ein ganz tolles Spiel. So, guck. Und jetzt kannst du hier richtig schön erzählen. So. Was soll ich jetzt erzählen? Kannst auch hier, deine YouTube-Persona kann auch eine Brille aufhaben. Mhm. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja, wer du so bist, was du gerne machst. Wie gesagt, wenn dir keine Themen spontan einfallen, kannst du schön sagen, wie wir so Lied aufgenommen haben, wie professionell und also, so. Also, ich bin sehr vielseitig talentiert. Wir haben gestern zum Beispiel ein Lied aufgenommen. Das war ein großer Spaß. Ich bin auch gut im Haushalt. Und ich fege gerne manchmal. Ja, was gibt's da noch so zu erzählen? Du hast ein Bier getrunken und jetzt bist du trinken gegangen. Also Franz hat aus Versehen Bier getrunken. Franz hat Bier getrunken. Warum? Aus Versehen bei Witcher. Du guckst dahin. Meine Brille ist angeschlagen. Du musst Augenkontakt halten, das ist wichtig, die Zuschauerfindung. Und du musst eine Person von Welt sein, weißt du? Okay, ja. So ein Kumpeltyp. Ja. Das bin ich auf jeden Fall. Guck doch mal, wie haben wir denn das Lied aufgenommen? Das haben wir doch so ganz toll gemacht. Also ja, wir haben... Da kannst du mal Tutorial okay, machen. Okay, gut, mach ich Tutorial. Du hast doch da alle Utensilien liegen hinter dir. Wenn man kein Tonstudio hat, ja? Also wir sind ja in unserem Fall Amateure eigentlich. Dann gibt es da halt so gute Methoden. Also wenn man jetzt ein bisschen mehr Schall auf seinem Lied haben will, dann nimmt man das halt einfach in einem Raum mit hohen Decken auf, so wie hier. Oder man nimmt halt einfach eine Decke, sowas hier, setzt sich da drunter, ungefähr so, und dann kann man super aufnehmen, weil das ist halt perfekt dafür. Das ist halt der perfekte Klang unter einer Decke. Ist halt echt gut. Und da muss man halt nicht freuen. Da muss man wirklich nicht viel Aufwand betreiben und es kostet halt auch nicht so viel. Man muss sein ganzes Zimmer nicht mit Eierkartons auskleben. Das ist richtig gut. Das war echt ein Happening. Das war ein ganz besonderer Moment in meinem Leben. Und wenn du so, warte, wir können auch nochmal, was du jetzt versuchen musst, mal mit grünes Faktor. Die Leute können ja dann sagen, was denen so am besten gefällt. Okay, ja. Das ist ja jetzt hier gerade noch nicht dein eigener Kanal, du bist ja hier noch in der Findungsphase. Findet ihr das gut, wenn sie so auf cool macht, so? Dann kann sie halt auch hier hingucken und guckt dann das halt stimmt, nicht... Stimmt, dann kann ich mich selbst angucken, genau, die Haare richten. Genau, und dann siehst du halt, was im Raum so ist. Und wenn du aber dann hier reinguckst, dann sehen das die Leute nicht. Mhm, so. Richtig. Ja, nee, das ist ganz schön cool. Und wenn du so einen eigenen Kanal hättest, würdest du da so Schminkvideos machen? Nee, also ich bin halt nicht so der Typ für so Tussi-Stuff. Ist halt nicht so meine Welt, sag ich mal. Und ich finde, davon gibt es halt auch eigentlich auch ganz schön viel schon. Ich bin halt eher so der Macher-Typ. Also der Macher. Also so Spaßfaktor ist ganz wichtig auf jeden Fall. Ja. Dass man viel Spaß zusammen hat. Und Reisen machst du ja auch gerne. Reisen mache ich gerne. Wo warst du denn da mal eine ganze Zeit? Ich war da ganz lange in Australien zum Beispiel. Und hast du da was erlebt? Da habe ich echt viel erlebt. Also da ist viel passiert auf jeden Fall. Schöne Natur. Und wie ist das mit Kirmes? Findest du Kirmes cool? Kirmes ist nicht so cool. Kann ich jetzt nicht so empfehlen. Bin ich nicht so ein Typ für. Kann man mal machen, wenn man auf dem Dorf groß geworden ist. Ist aber kein Muss. Also je nachdem, auf was man halt so steht. Die Brille hat keinen zweiten Bügel. Hier, das ist ziemlich nervig. Warte. Ja, scheiße, das hätten wir eigentlich mit der Brille machen müssen. Pass mal auf. Du bist ja auch unvorbereitet und so. Ja, da haben das die Leute ist auch übrigens Nachsicht. Auch so. Ja.
So, pass mal auf. Wir müssen, ich coache das jetzt so, weißt du? Ja, du coachst das. Weil YouTuber sind ja voll authentisch, ja? Ja. Aber du bist ja jetzt gerade wirklich authentisch, weil du nicht weißt, was geht und bist gerade voll gechillt. So. Ja. Du bist ja jetzt auch gerade Margarete. Ja. Übrigens, so, pass auf. Und wenn ich dann die Brille so aufsetze, dann bist du plötzlich so YouTube-Persönlichkeit, weißt du? Okay, krass. So. Aber ich kenne mich da nicht so aus, weißt du? Ja, und dann sagst du so, na Leute, hey, sagt mir mal, ob ihr das gut findet oder so, wenn ich hier was mache. Ich bin halt jetzt hier noch neu. Das sind ja alle YouTuber, das ist ja langweilig. Gut, dann sagst du, dass das doof ist. Ja. Hey! Ich bin hier neu auf YouTube. Und ich brauche ein Konzept. Nee, also da fällt mir jetzt nicht so spontan was ein. Also ich finde es halt schön, wenn man kreativ bleibt und locker und entspannt. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Ja. Dass man immer man selbst bleibt. Magic ist scheiße. Prinzip-Hater. Nee, Magic ist ein tolles Spiel. Kann man machen. Aber damals war alles besser. Jetzt ist nicht mehr so gut. Ich krieg ja mal. Das hat nichts mit Prinzip-Hater zu tun. Das ist nur meine Meinung. Okay. Gut. Meinung ist auch wichtig. Man muss eine Meinung haben. Auf YouTube auf jeden Fall. Ja, die Margarete, die hat ganz viele Interessen. Ja, ich mache ganz viel. Ich singe, ich tanze, ich spiele Theater. Ich kann meinen Namen tanzen unter anderem. Du siehst richtig lieblich aus mit der Brille, muss ich sagen. Ja, ich fühle mich auch echt richtig ein bisschen behindert aus. Hallo, ach nee, Dion hat gesagt, behindert darf man wieder sagen. Darf ist okay. Man darf wieder sagen, das sieht behindert aus. Bin ich PC? Ja. Okay. Ja, findest du Political Correctness cool so? Finde ich. Also ich finde, man sollte einfach das tun, worauf man Bock hat. Und wenn man da, also ich weiß nicht, wenn man das nicht ernst meint, weißt du, man kann ja auch Dinge sagen und die nicht so ernst meinen. Ist richtig. Man kann ja jetzt, wenn ich sage Heil Hitler, muss ich das ja nicht so meinen. Ja. Kann ich das ja auch einfach sagen, weil ich drauf Lust habe. Oder wenn ich so ein geiles Lied habe, wo ich dann sage, ja, yo, schießt euch alle tot und so. Ja, Bombenstimmung. Ist ja ein guter Hit. Ist ein richtiger, solltet ihr euch angucken. Ein richtig spritziger Party-Hit ist das. Ja. Das bringt Spaß. Ja, aber weißt du, wenn da jetzt die Leute, die Nostalgia Force Community, das sind so richtig nette Leute, so richtig geile Typen. Und wenn die jetzt sagen, ey, die Margarete, ja, die hat so eine schöne Brille da auf. Ja? Also ich würde nicht Nein sagen, wenn ich vielleicht mehr von der sehen würde. Ja. Weißt du, das würde dich doch bestimmt in einer gewissen Weise ermutigen. Das würde mich total ermutigen. Also wenn ich weiß, Mensch, da sind Leute draußen, hey, die haben da richtig Bock drauf. Da würde mich das total ermutigen, da noch mehr zu machen. Aber verhüten ist auch wichtig. Also es ist auch schön, wenn man immer wieder so einen Gegenstand in die Hand bekommt, mit dem man was anfangen kann. Ja. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Das ist, bin ich auch pro. Ja, aber weißt du, du hast ja Bock, dich irgendwie kreativ auszutoben. Ja, so. Ist richtig. Und wenn die Leute jetzt zum Beispiel sagen, yo, keine Ahnung hier, kannst ja mal was erzählen über Australien oder so, weil Reisen finde ich ganz spannend. So, und ich würde gern mal mehr Mädels sehen, die nicht über Schminke reden, sondern vielleicht cool sind und vielleicht auch mal. Maggie kann auch einen richtig guten Witz erzählen. Erzähl mal meinen Lieblingswitz. Dein Lieblingswitz? Den findest du auch so lustig. Ja, warte. Frauenrechte. Richtig guter Witz. Den kann man immer wieder bringen. Der kommt immer wieder gut an, auf jeden Fall. Der erreicht auch viele Menschen. Da sind wir wieder bei PC, auf jeden Fall. Ja. Ja, gutes Thema. Da seht ihr ja, wie ich dazu stehe, so. Ist nicht so. Nee, Leute, die Maggie, die ist so ein richtiger Kumpeltyp. Ich bin ein richtiger Scherzkeks. Ja. Ja, mit der kann man auch mal Frauenwitze machen. Frauenwitze machen und Pferde stehlen. Ja. Das kann man mit mir machen. Ja. So. Jetzt kriegt der Franz da hinten. Franz! Ja. Den wir immer fälschlicherweise als David Schulz ausgeben. Der ist auch da, der kriegt auch kurz seine Bühne. Der malt hier gerade so dieses Witcher-Ding. Der ist ja fast fertig damit. Hat auch gerade erst angefangen. Ja. Und auch sonst liegt hier noch irgendwas von dem rum. Eigentlich nicht so. Na doch, ist die schlecht. Sind von ihm. Ja, aber ich meine, was Gemaltes. Da auf dem Bildschirm auch nicht. Von dem Franz sieht er bestimmt auch ganz tolle Sachen noch. Mhm. So, um das auch nochmal kurz. So. Du promotest hier alle. Gell? Machst du hier richtig. Ja, ich bin nämlich ein guter Hitler. So, jetzt kannst du mir nochmal deinen Zepter in die Hand nehmen. Okay. Und
sagen, hier, Leute, ja, ne? Meine Botschaft auf jeden Fall. Und ja, die Margarete, die hat auch so ein bisschen Probleme mit coolen Rapper-Namen sich finden. Das stimmt. YouTube-Namen bestimmt auch schwer. Ihr habt bestimmt richtig gute Ideen. Das muss ja kein Rapper-Name sein. Das kann ja auch einfach nur ein Künstlername sein. Maggie McMaxon. Also mit McNuggets fand ich nicht so witzig. Hä? Maggie McNugget? Nee, eher sowas, weißt du, ein bisschen einfallsreicheres. Irgendwas, was halt, weißt du, was die Leute fesselt. Ja. McNugget ist halt nicht so. Nicht so? Nee. Also ich stehe halt auch nicht auf McDonald's. Und ich bin kein Fleischesser. Das widerspricht sich alles. Oh shit, Hipster-Alarm. Ich esse kein Fleisch. Ja. Wow. Du hast ja auch eine Hipster-Brille, die du auf hast. Setz sie ja mal lieber schnell ab. Die Leute finden das so nicht gut. Okay, ja, Hipster ist auch nicht mehr so angesagt wie damals. Ja. Das kommt langsam wieder auf den Trend. Okay, Leute, das war's. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, auf jeden Fall. Ja. Dann, wir sind cool, deswegen sagen wir nicht Abo, Favo, 5 Sterne und abonnieren. Aber Kommentare sind immer gern gesehen. Ihr kennt das ja. Peace out, ihr Forts-Leute.